Na und seid damit wieder ganz, ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anno 1602, Erschaffung einer neuen Welt, meine Lieben. So, wir haben es geschafft, in der letzten Folge unsere, na, setzt neuen Insel Kurs, zu holen, setzt die, die wir holen mussten. Ankerlichten, und, setzt die Vorsäge. Ich bin jetzt mal überlegen, ich muss mir den Auftrag nochmal angucken. Weil, setzt die Vorsäge. Eigentlich haben wir das schon geschafft gehabt. Wir haben ja... In diesem Sinne jetzt... Tabak haben wir jetzt. Muss mal kurz meinen Auftrag jetzt nochmal angucken. Für euer letztes Gefecht wurdet ihr mit Ruhm überschüttet. Das in euch gesetzte Vertrauen beschert euch neue Aufgaben in einer neuen entdeckten Inselwelt. Ja, sollt ihr Kontrolle über den Tabak- und Kakaohandel gewinnen. Besiedelt alle Inseln, auf denen diese Pflanzen gut gedeihen, und erzielt mit dem entstandenen Monopol einen Handelsüberschuss, Verkaufserträge abzüglich Einkaufskosten von mindestens 400 Talern. Die hatten wir ja schon geschafft. Ihr habt die 400 Taler. Und jetzt muss ich mal durchgucken. So, hier wächst Tabak. Hier nicht. Hier auch nicht. Sieht's hier aus? Nee. Nee. Hier auch nicht. Da auch nicht. Ja, hier. Hier nicht. Kakao 50. Hier eigentlich ohne. Also eigentlich haben wir doch die Mission in diesem Sinne doch eigentlich jetzt geschafft. Ankerlichten! Das begreife ich jetzt nicht. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Schiffsreparatur beendet. Der kann ja eigentlich noch bleiben. Verstehe ich nicht.
wart erfolgreich. Wir haben es geschafft. Wunderbar. So, gucken wir mal unsere Statistiken an. Wir haben Dörfer und Städte 11 mit 1253 Punkten. Wir haben 2009 Untertanen mit 2250 Punkten. Wir haben dreimal Zufriedenheit mit 643 Punkten. Dann haben wir ein Barvermögen von 264.934 Goldtaler. Das sind 2000 Punkte. So, wir haben besiedelte Inseln 11 mit 2599 Punkten. Soldaten haben wir 11 vernichtet und 10 verloren, 157 Punkte. Schiffe haben wir 29 versenkt und 1 verloren. Macht unterm Strich 1441 Punkte plus den Missionsbonus von 100% von 10.343. So, was hat der Rote gehabt? Dörfer steht da 1, 36 Punkte, Untertan 192, 115 Punkte. Barvermögen hat er 55.099 gehabt. Mit 1000 Punkte. Besiedelte Inseln hat er eine gehabt mit 352 Punkte. Ja, macht unterm Strich halt 1503. Der Blaue, jetzt kommen wir zu dem Blauen. So, der hat drei Dörfer und Städte gehabt mit 96 Punkten. Untertan hat er 495 gehabt mit 252 Punkten. Zufriedenheit 3, 643 Punkte. Barvermögen 9582. Er hat drei besiedelte Inseln gehabt, 862 Punkte. Er hat von uns 10 besiegt und gefallen bei ihm 11, hat er 93 Punkte. Schiffe hat er von uns 1 versenkt, ja, der hat gerade nicht aufgepasst, der war so ein kleiner gewesen. Gesunken sind bei den 8. Unterm Strich 10 Punkte, macht 1956 Punkte. Und der Weiße, naja, gut, da brauchen wir auch nicht drüber reden, der ist auch nicht aus dem Tee gekommen. Auch nur eine Insel, 35 Punkte, Untertan 188, 111 Punkte. Barvermögen hat er 40.510 gehabt. Besiedelte Inseln hat er eine gehabt mit 378 Punkte. Macht unterm Strich 524 Punkte, die er hatte. So, den Ding doch. Hätte ich ja die Folge doch noch ein bisschen länger machen können, die letzte. Na gut. Aber, wie gesagt, wir haben es geschafft. Puh. Was kommt als nächstes? Das Monopol haben wir geschafft. Kooperation. Okay. Gut, meine Lieben. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Mission, die da heißt Kooperation, wieder. Ne? Also, habt noch einen schönen Abend, schönen Tag. Und ich sage, liebe Leute, tschüss und reinhauen.